Im Namen von der Albert-Köchlin-Stiftung ganz herzlich willkommen zum Innerschweizer Filmpreis 2021. Die Preise werden dieses Jahr zum dritten Mal vergeben, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, wir wissen warum. Aber die AKS hat gefunden, die vier die sollen eben trotzdem stattfinden, weil die Filmemacherinnen und Filmemacher das auch wirklich verdient haben. Und darum können wir heute 15 Innerschweizer Filmpreise vergeben mit viel Liebe, Herzblut und der Heidi Happy. Der Innerschweizer Filmpreis geht an eine Filmemacherin, die sonst die Kamera auf die Welt richtet, auf das Kind vom Napf oder das Mädchen vom Enziloch. Und plötzlich findet sie heraus, dass in ihrer eigenen Vergangenheit eine ungeheure Geschichte schlummert. Vater hat gewusst, dass Mutter mich schlug. Er hat immer geschwiegen. Obwohl, als ich 9 Jahre alt war, brachte er ein Akkordeon nach Hause. Das war wie ein Sonnenschein für mich. Sie, die den Innerschweizer Filmpreis bekommt, ist ganz eine genaue Beobachterin. In ihrem Doc-Film geht es nicht um einen normalen Segelturn, es ist auch keine Galeere. Es geht darum, wie man wieder Fuß fasst, wenn einem das Leben aus der Bahn geworfen hat. Als Kind war das für mich eine Horrorvorstellung. Ich fahre auf einer Rolltreppe in einem Shoppingcenter rauf und plötzlich, schwupps, saugt sie mich rein. Dank dem Gewinnerfilm wissen wir jetzt endlich, wie es hinter der Rolltreppe aussieht. Der Schweizer Filmpreis geht an eine Experimentalfilmerin, ein abgelegenes Haus an einem Weiher. Und entstanden ist ein Film, der aus der Zeit geht. Was hat der Wolf mit einem Akkordeon zu tun? In dem Fall kennt die dunklen Klänge vom Instrument der Wolf den passenden Sound. Der Innerschweizer Filmpreis geht an die Musik. Heranlose. Kann ein Kind ein Teufel sein? Heute, gestern, im 17. Jahrhundert. Auszeichnend wird ein Doc-Film, der seinen Protagonisten Zeit gibt, damit sie das erzählen können, was sie als Kind erleben mussten. Ich war früh geboren und war zuerst ein paar Wochen im Brutkasten. Und man wusste nicht, ob man mich durchbringt.
weil ich bis Kilo 800 war. Der Innerschweizer Filmpreis gibt es für ein dokumentarisches Porträt. Im Kern geht es um Solidarität, um menschliche Wärme, erzählt von einer einfühlsamen Kamera. In diesem Innerschweizer Gewinnerfilm geht es um Güssel. Und auch der hat einen Film verdient. Es ist eine gelungene Parodie auf unsere Abfallberge, die Tag für Tag höher werden. Kennt eine Frau, die aus einem anderen Land hier in die Schweiz gekommen ist, die putzt und schafft und sich irgendwie über Wasser haltet? Mama Rosa. Auch sie hat ihren Innerschweizer Filmpreis verdient, aber ihr Sohn hinter der Kamera kommt über. Der Innerschweizer Filmpreis ist ein Spezialpreis für eine Schauspielerin. Im Film heisst sie Maria. Und Maria hat vor 35 Jahren ihr Kind in ein Babyfenster gelegt. Und dann schaut mal, wie sie das spielt. Zum Buch. Wieso hast du mich nicht abgetrieben? Der Filmpreis geht an einen langsamen, an einen leisligen Film, der nichts beschönigt. Er lässt Menschen zu Wort kommen, die wissen, wie es ist, wenn man flüchten muss, wenn man alles zurücklassen muss, was einem lieb ist. سكرت الباب. طلعت وطلعت على البيت من برا. بهاللحظة حسيت انه انا برا بس قلبي ضل جوا. Wir können von diesen zwei Innerschweizer Filmpreisgewinner sagen, sie haben ein goldiges Händchen. Oder wie es die Jury formuliert, diese Fernsehserie besitzt alles, was ernsthafte Unterhaltung auf höchstem qualitativen Niveau braucht. Der Bauer wusste, wo sie das hier versteckt haben. Sie sind miese Drecksau. Sie heißen mit richtigem Namen Rudolf Kremser. Und sie waren Mitglied der NSDAP und der SS. Und ihr Ausweis wurde im Oktober 1944 sogar noch erneuert. Die Innerschweizer Filmpreisträgerin hat, man kann es nicht anders sagen, einen Vogel. Und das seit 10 Jahren. Und jetzt lässt sie zum vierten Mal los gegen den Fuchs. Und das wie immer mit viel Witz und Schalk.
Der Innerschweizer Filmpreis geht an einen Doc-Film, der zeigt, dass die Jugendbewegung von 1968 auch in der Innerschweiz stattgefunden hat. Es ist ein unbekanntes Kapitel der Schweizer Geschichte und zwei Polizisten sind mit drin. Jules Bucher und Heiri Hüsler waren 1969 junge Polizeianwärter. Der eine hatte zuvor als Matrose gearbeitet, der andere war Coiffeur. Beide kamen vom Land. Und gleich zu Beginn ihres Polizistenlebens gerieten sie in den Krawall von Luzern. Ein Spezialpreis für Sounddesign in einem Dokumentarfilm über Kinder mit Beeinträchtigung. Da hat es keinen plumpen Effekt, nein. Der Sound drängt sich nicht auf, sagt die Jury. Drum Ohren spitzen. Das sind die 15 Innerschweizer Filmpreise, vergeben von der Albert-Köchlin-Stiftung. Die nächste Ausgabe die ist geplant in zwei Jahren, 2023. Und dann hoffentlich wieder mit Handschlag und Gewinnerküsschen und uns allen vor Ort.